Wir sprechen heute über den Film Der Junge der Reihe von Hayao Miyazaki mit von der Partie Laura und Sina mal wieder. Hallöchen. Hello. Die Geschichte beginnt jetzt. Mahito ist gerade dabei, seine Mutter zu verlieren, als wir ihn gerade ja, kennenlernen. Die sind in der Stadt, sind die in Tokio? Ja, in Tokio. Er verliert seine Mutter und dann heiratet der Vater auch noch die Schwester seiner, ja, jetzt verstorbenen Frau. Und natürlich hat der Junge dann damit ein bisschen zu kämpfen. Sie gehen dann aufs Land. Der Vater ist Fabrikbesitzer und sehr erpicht darauf, dass die Fabrik weiterläuft, aber ist auch, ja, schaut auch, dass es seinem Jungen gut geht. Und da ist natürlich der Grundkonflikt schon da. Natürlich, na, er muss über den Verlust seiner Mutter hinwegkommen. Hat jetzt irgendwie so seine Tantenmutter, das ein bisschen komisch ist für alle Beteiligten. Und dann geht's los, dass er auf diesem Anwesen immer wieder einen Graureiher sieht und weiß gar nicht, was er von dem, was der von ihm will. Und dann tauchen sie aber ab in eine Fantasiewelt und er muss sich diesen Konflikt stellen und dann wird es halt Richtung Studio Ghibli und komische Wesen warten auf uns und traurige Momente und so weiter. Und ich frage euch direkt, was, also im Vergleich zu anderen Filmen, fandet ihr da, was, das an dem was besonders ist oder ist es Standardkost, was natürlich bei Studio Ghibli immer ein bisschen fies ist zu sagen, aber ja. Ich muss sagen, ich fand ihn besonders wild im Vergleich zu anderen Filmen, die schon mehr, ich würde mal sagen, ein verständlicheres Worldbuilding haben. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich andere Filme schon mehrmals gesehen habe und das deswegen besser verstehe. Und ich aber schon das Gefühl habe, jetzt beim ersten Mal gucken, gibt es viele Dinge, die ich nicht verstanden habe, viele Dinge, die offen sind, die der Film wahrscheinlich auch offen lässt, auch wenn man sie mehrmals, ihn mehrmals anschaut, die man einfach nicht per se verstehen kann, außer man sucht sich selber eine Erklärung dafür. Ja, das ist bei mir auch so. Also gerade am Ende, also okay, man lernt den Jungen kennen und dann, da lässt sich am Anfang viel Zeit, bis wir dann in diese Welt eintauchen und dann geht's voran und am Ende wirkt es vielleicht ein bisschen gehetzt mit, dann kommt noch der ja große Weltenbauer sozusagen und ja, wir spoilern jetzt einfach durch, würde ich sagen, als Warnung. Wir spoilern. Und da wurde dann schon irgendwie, ja, wie du gesagt hast, das Worldbuilding ist nicht ganz leicht greifbar. Und irgendwie soll der Junge dann die Welt oder den Weltenbauer machen, hat aber dann keine Lust. Und ja, ich war auch ein bisschen verwirrt, aber ich glaube auch, dass wenn du es nochmal schaust, dann erschließt sich das mehr. Und ja, ich meine, die anderen Filme habe jetzt, glaube ich, mit Laura schon mehrmals, oder zumindest haben wir die mal gesehen und so weiter und das halt dann irgendwie greifbarer. Was meinst du, Laura? Ich bin, sorry, Laura, du darfst. Ja, sag Sina, sag. Dann danach sag ich. Okay. Also das, was du erwähnt hattest, Lukas, dass der Film sich am Anfang viel Zeit lässt, bevor man in diese Fantasiewelt kommt, das fand ich auch nochmal besonders. Genau, weil in vielen Filmen wird man so mehr oder weniger in irgendwelche Fantasiewelten oder Aspekte, Fantasieaspekte einer Welt hineingeworfen. Ziemlich schnell und da ist man sehr lange noch in der normalen Welt sozusagen. Ja. Was ich auch sehr Ja. spannend fand. So. Sorry. Weil so viel von dem Japan damals, weil man da so viel Alltagsgegenstände sieht und die Gebäude und alles, was einem so fremd erscheint. Also ich denke vor allem an diese Wasserkanne, aus der der Junge trinkt. Das sah so fancy aus, wo ich nie drauf gekommen wäre, dass es sowas gibt und dass es das mal gab. Ja. Ja, also ich mochte auch, muss ich sagen, also nicht, dass ich jetzt die, jetzt lasse ich aber erst noch mal Laura erzählen, ich glaube. Nee, ist schon okay. Ich sitze hier nur als Deko. Meine Meinung ist wohl nicht so interessant. Nee, also warte, jetzt lass mich überlegen. Also das Erste, was ich sagen würde, war erstmal, es ist immer ein bisschen gemein, wenn man die Filme untereinander immer leicht oder ein bisschen vergleicht. So. Muss ja nicht Chihiros Reise sein, aber man hat ja, ich denke, jeder hat vielleicht so seinen Lieblingsfilm oder Lieblinge. Und dagegen, ja, steht da immer so ein bisschen an, der neue Film, finde ich jetzt.
Und die Besonderheit ist natürlich auch, dass es jetzt noch der letzte Film von ihm war. Ich glaube, allein deshalb wird das natürlich so ein bisschen, ja, was heißt gehypt oder, ja, war jetzt natürlich nochmal was Besonderes, der letzte Film. Genau, und ich muss tatsächlich sagen, dass das jetzt für mich nicht kein Lieblingsfilm wird. Einfach dadurch, ja, die Story macht nicht so 100% Sinn, muss man vielleicht nochmal anschauen. Fantasy-Welten gab es schon viel schönere irgendwie. Also, es war irgendwie, fand ich schon ziemlich, weiß nicht, ja, ich meine, da gibt es auch die Fantasy-Wesen und so, aber wirklich viel passiert da jetzt auch nicht so richtig. Ich fand den Hauptcharakter irgendwie unsympathisch, ich mochte den Jungen einfach auch nicht wirklich. Also, das war alles für mich nicht so greifbar. Er hatte nicht so wirklich Freunde oder irgendwie noch so. Er war so sehr auf sich allein gestellt in einer Welt, die ich nicht so cool fand, nicht so mochte, und plumpst da wieder raus und alles ist ihr Leben weiter. Und weiß ich jetzt nicht. War jetzt nicht so mein Gusto. Jetzt habe ich genug gerantet, Lukas. Ja, also ich mochte das, weil es teilweise so düster war. Diese Pelikane zum Beispiel, die total aggressiv sind, diese kleinen Brötchen, diese fliegenden Die waren süß. Plusterhefebrötchen da essen und alle natürlich sofort, das ist ja ungeheuerlich, wieso essen sie denn diese fliegenden Brötchen? Und dann kommt aber so ein Pelikan und sagt, das ist richtig, ja, verwahrlost oder halt kaputt und angegriffen. Und dann hat er ja gesagt, ne? Weil wir nichts anderes zu essen haben und ich so, oh Gott, die armen Pelikane. Also, ich weiß nicht, ich fand es richtig ergreifend und auch, dass die dem Jungen ans Leder wollten, war auch so. Weiß nicht, also ziemlich düster hatte ich den Eindruck, dass der Film schon ist. Wer wollte dem Jungen ans Leder? Die Pelikane, als er durchs Tor geht, weißt? Ich dachte, die wollten einfach nur fressen. Die haben sich ja nicht so richtig auf ihn als Fressen gestürzt, sondern die haben ihn quasi da reingedrängt. Ich Ja. habe es auch nicht ganz verstanden, aber ja, es ist auch wieder so eine Sache, die so nicht ganz eindeutig war, was die Motivation jetzt der Pelikane war. Ja. Und nochmal zu dem, dass es Miyazakis letzter Film sein soll, dass. Sagt er schon seit 20 Jahren, seit Prinzessin Mononoke sagt er das. Ich meine, er ist jetzt Anfang 80, aber seine Kollegen bei Studio Ghibli meinen auch so, der wird mit dem Stift in der Hand sterben. Auch wenn er jetzt behauptet, ja, ich habe das schon oft gesagt, und aber jetzt wird es wirklich mein letzter Film. Wir bleiben gespannt. Ja, ich glaube auch, die Produktion hat einfach so lange gedauert, dass du wahrscheinlich denkst, okay, ob ich jetzt nochmal 5 Jahre lebe, weil das natürlich sowas einfach viel Zeit in Anspruch nimmt. Ja, es Fand halt ich nicht mal aber auch einen kurz. schönen Aspekt, dass die sich so viel Zeit gelassen haben. Also es gab ja keine Deadline, bis wann der Film fertig sein sollte. Und die haben im Durchschnitt, glaube ich, für ein einziges Bild einen Monat gebraucht. Habe ich das richtig in Erinnerung? Also so war es mal in dem Artikel beschrieben, dass sie mit 60, ein Team von 60 Animateuren, ich habe jetzt nicht ganz verstanden, ob pro Animateur ein Bild pro Monat. Im Durchschnitt, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Aber auf jeden Fall ist sehr viel Zeit und Energie in diesen handgemachten, handgemalten Film geflossen. Aber sieht man ja auch, ne? Also wenn man jetzt doch ein paar, ich habe mit Laura ein paar Animationsfilme gesehen und die waren immer hübsch, aber dann im nächsten Moment, wenn Autos fahren, dann sieht man so, ja, okay, da habt ihr halt kurz ein bisschen mit dem Computer getrickst. Was nicht so schlimm ist, aber bei dem hat man, glaube ich, irgendwie in jedem Bild konnte man so richtig schwelgen. Also gerade das am Anfang mit dem Feuer und wie das Wasser reflektiert und die Schatten, also das war wirklich auch ästhetisch sehr ansprechend. Ja, also als diese Feuerszenen kamen, als diese Kriegsszene da ganz am Anfang war, das war schon echt umwerfend, diese Effekte, wo man gar nicht glauben kann, dass das jetzt handgemalt ist. Ja. Laura, wolltest du was sagen? Nee, ich fand es aber auch richtig krass. Das hat man, glaube ich, so noch gar nicht gesehen. Das ist alles so dieses Verschwommene und boah, das sah schon cool aus. Mochte auch die Musik, die war wieder von Joe Hisaishi. Genau, ja. Der hat ja öfter für den gemacht und er macht auch immer oder öf hat öfter gemacht Filme für Takeshi Kitano, also Filmmusik für die. Und die ist schon schön. Also auch wieder so diese traurigen Parts. Ich habe mir noch mal ein bisschen reingehört, war schon
Schön. Und auch wie der Reihe am Anfang so musikalisch untermalt wird mit irgendwie nur zwei kurzen Klaviernoten, hatte was. Er hatte was Zauberhaftes. Ich wollte auch sagen, sehr minimalistisch von der Musik her im Vergleich zu früheren ja, musikalischen Begleitungen von Showies. Ich erinnere mich an kein Lied mehr. So ist es weg. Das ist ja nicht Ja. der Fehler des Films, ne? Also, keiner Film jetzt auch. Totoro beweist was anderes. Ja, klar, ist immer. Manche mag die Musik, manche nicht so. Oder manchmal bleibt es halt nicht so in Erinnerung. Ja. Jetzt ist Das war jetzt natürlich. keine gewaltige Musik. Ja, nicht so opulent. Wie fandet ihr die bösen Vögel am Schluss? Die Wellensittiche Ja. waren schon witzig, ja. Ja, ich fand es cool, dass Man der hat die, Film so. Sorry. also man hat die Motivation der Wellensittiche nicht so ganz verstanden. Nee. Wollen die einfach nur Menschen essen und jagen die deshalb und patrouilliert die deshalb durch diesen Turm? Oder vor was beschützen die den Turm in wessen Auftrag? Ich habe einen anderen Einwand. Also kurz davor, also nur kurzen Schritt zurück. Die geilste Szene war einfach, wie der Junge gekocht werden sollte und der Wellensittich zu ihm rüberlugt, während er da irgendwie seine Messerschärfe oder was auch immer. Das war so für mich das die geilste Szene, weil das so witzig aussah. Ansonsten meinte ich auch zu Lukas nach dem Film, es ging ja darum immer, dem, ich weiß nicht, was das war, der Großonkel oder Gott weiß was, der Herrscher der Welt dort war, immer das Gleichgewicht irgendwie zu wahren und diese Welt aufrechtzuerhalten. Und die Population der Pelikane war ja sehr viel und der Wellensittiche eben auch. Und da stellt sich mir einfach auch die Frage, warum der, der Chef der Welt nicht einfach mal eine Tür aufmacht und die einfach mal rauslässt. Hätten die doch ihren Frieden. Aber nö, lass deine Familie auffuttern, also lass sie ein Essen von denen so. Was soll das? Lass sie doch einfach gehen. Oh Mann. Ja, vielleicht wollte er es nicht so einfach machen, oder vielleicht hat er auch, also wird glaube ich nicht über den klar, wie viel Macht der wirklich hat, ne? Also er hat zwar diese Ja. Steinchen, aber wofür stehen diese Steinchen und wie muss man es arrangieren, dass es genau passt? Hat er auch irgendwie, glaube ich, bei so einem Moment hat er einen Stein rausgezogen und ja, schwieriges Unterfangen. Genau, hat er wirklich irgendeine Macht, der Dude, oder muss er einfach jeden Tag gucken, dass die Steinchen stehen und hat eigentlich sonst nichts, was er wie einen Einfluss auf die Welt nehmen kann? Also, ja. Ja, die Aufgabe will er dann an den Enkel oder was abschmieren. Das ist ja richtig blöd. Ich hätte auch gesagt, nein, danke. Wenn ich da nicht mal irgendwas machen kann, was soll ich in dieser Welt? Ich bin einfach nur Gefangener. Nee. Ja Ja. gut, also dieser Urgroßonkel von, wie hieß er? Der Junge. Mahito. Der Junge. Achto, genau. Der hat ihm ja angeboten, du kannst alles aus dieser Welt machen. Du kannst die wunderschönste Welt erschaffen, die du je gesehen hast. Oder du kannst eine Hölle draus machen. Das liegt in deinen Händen. Also, es ist mehr oder weniger. Verstehe ich das als ein Hobby dieses Großonkels, dieses Worldbuilding. Also es ist ja eigentlich eine persönliche Verwirklichung und nicht unbedingt jetzt eine Mission, weil es scheint ja auch keine Konsequenz zu haben, dass diese Welt einfach in sich zusammengebrochen ist am Ende. Also zumindest wurde nicht darauf hingedeutet, dass es auf die anderen Welten eine Konsequenz hat. Vielleicht auch so der Gedanke, es war nur eine Fantasiewelt, aber wie greifbar das immer ist, wenn man irgendwie liest oder wenn man Film schaut, könnte man vielleicht auch so sehen. Und auch diese Seelenbrötchen, ich habe leider auch vergessen, wie die heißen, diese kleinen ja, Wesen. Ich meine, die muss es ja in fast jedem Film geben. In Prinzessin Mononoke sind es die Waldgeister. Also es gibt in fast jedem Ghibli-Film irgendwie so kleine, süße Wesen, die diesen Kawaii-Faktor mitbringen. Das sind dann eben die in dem Film und anscheinend sind es ja Menschenseelen, die gefüttert werden und wenn sie dann ausgewachsen sind, schweben sie in den Himmel, damit sie wiedergeboren werden können. So, und dann werden die aber von den Pelikanen teilweise aufgefressen.
um irgendwie ein Gleichgewicht zu wahren oder sowas. Ne? Also da versteht man auch nicht, wenn jetzt diese Welt zusammenbricht, was dann mit den Seelen passiert. Hm. Ich komme ja wieder also, in die obere Welt, ne? Also zu dem Jungen, ja. So habe ich es verstanden. Hm. Ja, also wäre eigentlich eine interessante Sache. Die Welt an sich finde ich schon sehr interessant, da würde ich gerne noch mehr drüber erfahren. Hm. Basiert auf einem Jugendroman, habe ich gelesen. Hm, okay. Jetzt würde ich gerne den Roman vielleicht lesen. Genau, also man würde gerne wissen, ob der Roman jetzt hier zu mehr Erklärungen liefert oder inwiefern der Film sich an den Roman hält. Hm. Oder ob es eine komplett freie Interpretation Miyazakis ist. Hm. Hat dir denn gar nichts gefallen, Laura, außer die Vögel? Du kannst das Buch lesen, kannst du davon erzählen. Das passt. Ja. Gut. Ja, also was würdet ihr sagen? Gibt es eine Empfehlung oder sollte man sich den anschauen? Von meiner Seite aus schon. Ja, ich sage auch, definitiv. Ja. Ich sage auch, ja, weil es ist der letzte Film von ihm, den muss man gesehen haben. Und sowas im Kino zu sehen, ist einfach nochmal was anderes. Das ist immer, also ich sage das vielleicht zu häufig, aber das ist auch was fürs Kino einfach. Mhm. So mit den ganzen also schönen allein Bildern. Schon diese schönen Bilder in voller Auflösung zu sehen. Also die Bildgewalt ist schon mal wieder sehr schön. Mhm. Ja. Und es gibt auch ein paar witzige Szenen, wie Laura schon erwähnt hat. Ja, also diese Wellensittiche, bei uns war es im Kino so, dass die Leute das sehr ulkig fanden, wie die Wellensittiche so da, der Junge wurde da so reingedrängt und die Wellensittiche denkt man so, was haben die jetzt vor? Und dann sieht man so die Messer und so, hoppla. Also ich finde es cool, wenn ein Film es schafft, sehr ernst zu sein und ja auch ein bisschen Traurigkeit mitliefert, aber dann trotzdem so ein bisschen was zum Schmunzeln, ohne dass es jetzt so albern wird, das mag ich immer. Deswegen, das hat er, finde ich, gut geschafft. Gut, Leute, also wir empfehlen den Film uneingeschränkt. Dann bedanke ich mich für das. Was denn? Naja, oh nein, unser Meeting. Mit uneingeschränkt. Ja, okay. Ich sage uneingeschränkt, Laura und Sina vielleicht nicht. Also ich würde ihn schon uneingeschränkt empfehlen. Ja. Gut, dann Laura, Sina und ich uneingeschränkt. Laura nur bedingt. Aber ist ja gut, wir müssen ja nicht gehen. Gegenseitig auf die Schulter klopfen und sagen, was das immer für ein toller Film ist. Das ist ja vielleicht auch ein bisschen interessanter. Ja, dann danke ich euch für eure Zeit und sage euch, guckt den Film und dann bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Tschüssi.